Es ist tatsächlich noch 8.08 Uhr. Nur noch ein paar Sekunden, aber noch ist 8.08 Uhr. Hier ist Deutschlandfunk Nova, guten Morgen. Heute protestieren in Berlin Piloten und Flugbegleiter. Und zwar gegen Krankheitsrisiken durch schlechte Kabinenluft in Flugzeugen. Es ist jetzt nicht so, dass wir alle dachten, oh Mensch, ist die Luft hier im Flugzeug gut, ne? Aber dass es tatsächlich vergiftet sein kann, das wussten wir wahrscheinlich auch noch nicht. Wir haben uns gefragt, Moment mal, vergiftete Kabinenluft im Flieger, wie kann es überhaupt dazu kommen? Sprechen wir drüber mit Professor Dieter Scholz vom Department Flugzeugbau an der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Wie kann denn das überhaupt passieren, dass was Schädliches bei Passagieren oder Crew ankommt? Also wo kommt denn bei den Flugzeugen die Atemluft her? Ja, die Atemluft, die kommt aus dem Triebwerk. Jetzt kriegen vielleicht alle Leute einen Schreck und sagen, was aus dem Triebwerk? Das kann doch nicht sein. Es sind aber nicht die Verbrennungsgase, die hier ein Problem sind. Kurz nochmal, wie funktioniert so ein Strahltriebwerk? Wir haben einen Kompressor, der verdichtet die Luft. Dann kommt die Luft in die Brennkammer. Und anschließend geht es durch die Turbine raus. Und so entsteht der Schub. Die Luft, die in den Kompressor reinkommt, in den Verdichter, ist die frische Luft von draußen. Oder einfach genauso frisch, wie sie da draußen ist. Und die Luft wird dann in die Kabine geleitet. Da ist erstmal gar nichts Schlimmes dabei. Und wo auf dem Weg wird sie dann vergiftet? Das Problem ist, dass solche Triebwerke groß sind, sehr heiß werden, die brauchen Lager und die Lager müssen geschmiert werden, damit der Schmierstoff nicht in diese Luft des Kompressors gelangt, sind da Dichtungen. Aber diese Dichtungen sind nicht dicht, weil das Labyrinthdichtungen sind, weil berührungsbehaftete Dichtungen, so wie wir es vielleicht vom Motorradmotor kennen, dort nicht funktionieren würden. Da kommen also ganz kleine Mengen an Öl raus. Bei den hohen Temperaturen im Verdichter verbrennt das Öl und geringste Spuren können so in die Kabine gelangen. Okay, Öl. Also wir atmen Öl ein, aber in geringen Mengen. Und wenn ich jetzt nicht so oft fliege, dann kann mir nichts passieren. Wie sieht's denn bei der Crew aus oder bei Vielfliegern? Ja, da kann das schon problematisch werden, weil nämlich diese Öle auch bestimmte Zusätze haben, im Unterschied so zum Speiseöl, die doch relativ giftig sind. Und was heißt relativ giftig? Also was macht das dann mit den Flugbegleitern und Flugbegleiterinnen? Das kann zu Nervenschäden führen. Ich bin ja jetzt von der Technik. Da beschäftigen sich eben dann die Leute mit, die sich mit diesen Stoffen beschäftigen. Aber man kann sagen, wenn diese Stoffe verbrennen, dann, so ist das auch nachgemessen worden, da sind 130 Substanzen in diesem verbrannten Öl drin und viele davon sind als sehr bedenklich eingestuft. Aber was heißt denn das, wenn ich jetzt Vielflieger bin, kann ich mich da irgendwie schützen ganz konkret? Atemmaske, keine Ahnung, irgendwas? Ja, das ist eben das Problem, dass diejenigen, die das beruflich machen oder extreme Vielflieger, dass sie sich eigentlich nicht wirklich schützen können. Okay. Und da muss was getan werden. Da muss was getan werden und deswegen wird heute auch protestiert. Piloten und Crewmitglieder protestieren heute in Berlin gegen giftige Luft. Da muss was getan werden, vor allem auch technisch. Wir haben mit Professor Dieter Scholz vom Department Flugzeugbau an der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg genau darüber gesprochen. Cosby jetzt, guten Morgen.